Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und wir sind beim Tagesorakel für den 23. März 2021. Jo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Die Tagesorakel, den Aufbau kennt ihr, glaube ich, inzwischen. Wir haben eine Überschriftskarte für diesen Tag, die wir heute aus dem Engel-Tier-Orakel ziehen. Dann gibt es zwei Seiten zur Auswahl, die ihr für euch oder für Personen, die euch wichtig sind, belegen könnt. Das ist eure alleinige Entscheidung. Ja, und all die Karten, die ich hier verwende, sind unter meinem Link alle aufgeführt. Aber nicht nur für die heutige Legung, sondern generell für alle Legungen. Nee, das waren zu viele. Für alle Legungen meiner Orakel. Die sind noch sehr, sehr steif, die Karten hier. Die Engel und Ahnen, obwohl ich die jetzt schon des Öfteren benutze. Aber sind noch ein bisschen widerspenstig. Ja, Mischen nach wie vor vielleicht ein Thema, aber ich hoffe, inzwischen könnt ihr alle damit ganz gut umgehen und euch sagen, wem das Mischen zu lange dauert, der spult eben vor. Und den anderen, die das Mischen live sehen wollen, wird man dadurch eben gerecht. Und ich versuche das ja auch so ein bisschen abzukürzen, indem ich, wenn die Karten gar nicht springen, die Karten eben dann auch ziehe. Ja, damit es nicht zu lange für euch wird und nicht zu lange dauert. Aber das Live-Mischen ist eben dem einen oder anderen doch noch sehr wichtig. Und deshalb möchte ich das auch beibehalten. So, wie jeden Tag werde ich dem auch nicht überdrüssig, wie schon oft gesagt, danke ich dafür, dass ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst, wenn euch das Orakel gefallen hat. Ich danke euch für das Aktivieren des Glöckchens, was bedeutet, dass ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal habt und über jedes neue Orakel sofort informiert werdet. Ja, und all das, wie gesagt, Daumen hoch, Kommentare, Aktivierung des Glöckchens, all das ist eben meine Belohnung und mein Dankeschön von eurer Seite. Und demzufolge ist natürlich klar, dass ich mich dann über viele Daumen hoch und über viele Abonnenten und den einen oder anderen Kommentar natürlich sehr freue. Weil wenn das alles nicht gegeben wäre, dann würde es wenig Sinn machen, dass ich meine Zeit hier investiere, wenn das überhaupt nicht euer Interesse wecken würde. Aber wie schon gesagt, anhand der inzwischen doch steigenden Abonnentenzahlen weiß ich, dass ich den einen oder anderen doch schon ganz gut mit den Legungen hier erreichen kann. Und das ist meine größte Freude. So, jetzt kommen wir noch zu den Lenormand-Karten. Diese in dem Fall wieder von meiner netten Kollegin Mariana Jamakova. Das sind die Golden Mystic Lenormand-Karten. Die haben die Besonderheit, dass die Kollegin die rundum beschriftet hat. Das heißt, ob die auf dem Kopf liegen oder in der richtigen Position, alles hat seine besondere Bedeutung. Und somit sind diese Karten eben auch doch sehr außergewöhnlich und sehr ansprechend, wie ich finde. So dass ich die auch immer wieder mal euch auf diese Art und Weise vorstellen möchte. So. Dann beginnen wir mit der Überschriftskarte. Da haben wir den DAX.
Bring dein Leben ins Gleichgewicht. Ja, unterstützt wird das Ganze von Erzengel Maria und Sandalphon. Ja, das Leben ins Gleichgewicht bringen, sind wir, glaube ich, alle dran interessiert und auch darum bemüht. Aber ich glaube, ich lege die hin, das ist besser auch für euch zu sehen. Da werden uns ja ab und zu eben doch noch die Steine in den Weg gelegt, dass es noch nicht so ganz das Gleichgewicht erreicht hat, das wir uns vorstellen. Ne? So, dann fangen wir mal an auf der linken Seite mit der Engel- und Ahnenkarte. Da haben wir die Karte Ältester. Lass die Muster der Vorfahren hinter dir. Ja, wichtig ist natürlich, wir alle haben von unseren Eltern, von Großeltern etc. innerhalb der Familie immer das eine oder andere gelernt. Was aber nicht unbedingt heißt, dass das immer alles richtig und korrekt war. Und demzufolge sollte man nicht nur nach diesem Muster der Vorfahren leben, sondern so seinen Weg auch alleine finden. Das heißt, sich seinen Weg eigentlich so meistern, dass man sagt, damit kann ich gut umgehen. Ich brauche nicht unbedingt ich brauche nicht den Wegweiser meiner Ahnen, die ja manchmal sehr gut sind, um Gottes Willen, die will man nicht in Frage stellen. Aber vieles passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Und deshalb muss man dann dieses Gleichgewicht eigentlich suchen, was hier beschrieben wird. Oh, hier steht's. Dass man versucht, dieses Gleichgewicht herzustellen zwischen den Mustern der Ahnen und zwischen dem, was in die heutige Zeit passt. Oh, und das ist auch eine sehr schöne Karte. Lebe deinen Traum. Beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. Ja, auch das passt dann sehr gut dazu. Wenn ich nicht nur nach dem Muster der Ahnen lebe, sondern meinen eigenen Weg finde, das heißt, meinen Traum lebe und nicht nur alles, was man mir vorgegeben hat, sondern ich habe meinen Weg gefunden und versuche, den jetzt auszubauen, meinen Traum wahr werden zu lassen, dieses Gleichgewicht herzustellen und trotzdem die Ahnen nicht ganz zu vergessen. Das eine hat ja auch mit dem anderen nichts zu tun. Ja, wir leben in einer anderen Zeit, in einer neuen Zeit und können nicht alles, was die Ahnen uns auf den Weg gegeben haben, in der heutigen Zeit umsetzen. Und demzufolge muss man diese Muster dann auch mal ablegen und sagen, ist ja alles gut, ich habe eine Menge gelernt, aber ich passe das Ganze dem heutigen Zeitalter an und dementsprechend lebst du dann deinen Traum, so wie es eigentlich hier die Seelenbotschaften, die auch vermitteln wollen. Und bei den Runen haben wir Eiwatz, Einweihung, höhere Bewusstseinsebene. Ja, genau das ist eigentlich auch dazu sehr passend. Wenn wir dieses Muster der Ahnen abgelegt haben, unseren Traum leben, dann gehen wir auch in eine höhere Bewusstseinsebene und finden damit genau dieses Gleichgewicht. Also es ist wirklich wieder faszinierend, wie die Karten trotz intensiven Missions immer wieder so uns diesen Weg weisen, ja, und eine Aussage uns geben, die nachvollziehbar ist. Es ist also nicht ein wildes Durcheinander, wo man sagt, oh Gott, was ist das denn jetzt? Nein, es greift alles ineinander über. Das Muster der Ahnen ablegen, den Traum, seinen eigenen Traum leben, in eine höhere Bewusstseinsebene kommen. All das trägt zu einem Gleichgewicht bei. Und das brauchen wir für unser Leben, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen. So, dann haben wir bei diesen wunderbaren Lenormand-Karten jetzt zum einen die Fische, die Schlange und die Sterne. So, alles steht auf dem Kopf. Das heißt, wir haben bei dieser Umsetzung, lebe deinen Traum, natürlich auch mit Querelen zu rechnen.
Es werden mitunter Verwandtschaft, jetzt aus der Ahnenreihe, die noch unter uns weilen, die werden sagen, was machst du denn jetzt? Das ist doch nicht in Ordnung. Aber lasst euch nicht von Unehrlichkeit, es ist in diesem Moment eine Unehrlichkeit, bloß weil der andere das für richtig befindet, muss es nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist, so wie es sich hier darstellt, eine Unehrlichkeit. Und demzufolge solltest du deinen Weg gehen. Also das bedeutet, alles, was du jetzt auch finanziell investierst, wirklich mit Vorsicht investieren, um deinen Traum zu leben, ist vielleicht finanzieller Einsatz nötig. Pass auf bei Verträgen. Es ist nicht alles aufrichtig, was man dir da zeigt, aber durch einen positiven Umstand, durch Klarheit, wirst du eigentlich auf den richtigen Weg geführt. Das heißt, du kannst dich noch schützen, dass es für dich nicht zu negativen Auswirkungen kommt. Das Ganze bedeutet also, du wirst durch die Klarheit, wirst du diese Unehrlichkeit erkennen und wirst trotzdem deinen Weg gehen, deinen Traum leben und dadurch auch finanziell in eine gute Situation, in eine gute Lage kommen. Es wird dir gut gehen und du wirst diese Sache auch gut meistern. Aber wie gesagt, wachsam sein bei Vertragsunterzeichnungen, lieber zweimal lesen. Ja, dass sich da nicht irgendwas einschmuggelt, was zum Nachteil ist. Denn ansonsten habt ihr positive Aussichten, es liegt finanziell gut, sodass man diesen Traum in welcher Form auch immer auf jeden Fall umsetzen kann und damit sein eigenes Gleichgewicht auch herstellt. Wir schauen mal in die rechte Seite. Oh, da haben wir die Wölfin. Entfessele die innere Wildnis. Ja, wahrscheinlich hat jeder von uns so seine wilde, seine etwas dunklere Seite. Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn man die zeigt. Ist bei manchen Menschen, bei manchen Gegenüber vielleicht auch angebracht und gehört vielleicht auch dazu, sein Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, wenn ich ein Leben lang nur immer alles schlucke und alles hinnehme, dann kommt es irgendwann zu einer Explosion, zu einer inneren. Und diese innere Wildnis, die hier beschrieben ist bei der Wölfin, die ist damit gemeint. Man soll sie jetzt entfesseln. Man soll also jetzt nicht explodieren, sondern man soll Schritt für Schritt sagen, ich nehme das jetzt alles nicht mehr einfach so hin, sondern ich zeige euch meinen eigenen Weg. So, bei den Seelenbotschaften haben wir die Liebe. Die Liebe wartet auf dich. Schau genau hin und erkenne sie in deinem Leben. Ja, die Liebe spielt eine ganz große Rolle natürlich beim Entfesseln der inneren Wildnis. Die kann sich beziehen auf Wildnis in Bezug auf Sexualität. Die kann sich beziehen auf Auseinandersetzung, auf Kompromisse schließen. Wir gehen ganz viele Wege in der Liebe. Ja, und du solltest, so wie es hier steht, genau hinschauen. Und dass sie dir nicht entgeht, dass du sie durch deine innere Wildnis, durch deine wilde Seite nicht übersiehst oder dir durch die Lappen gehen lässt, sondern dass du einfach erkennst, das ist jetzt mein Weg, da bin ich jetzt bereit, diese wilde Seite mal ruhen zu lassen und erstmal die Liebe anzunehmen. Ja? Bei der Rune haben wir die
Rune Dagatz, höhere Wahrnehmung, Anbindung an die Quelle. Ja, höhere Wahrnehmung ist natürlich auch wichtig bei der Liebe. Man muss ja schon genau hinschauen, wenn man heute jemanden kennenlernt, wirklich genau abwägen. Und da ist es vielleicht auch angebracht, die innere Wildnis zu entfesseln, entweder zum Positiven oder auch zum Negativen. Wenn es also die Wahrnehmung mir sagt, derjenige ist nicht ehrlich oder das ist nicht aufrichtig, was hier um dich rum passiert, dann kann ich mit meiner inneren Wildnis, mit der Wildheit, kann ich mich dagegen wehren und kann eben genau erkennen, genau hinschauen. Ist das wirklich die Liebe, die ich haben möchte? Das heißt, ich entwickle dadurch eine höhere Wahrnehmung. Und wir haben auch hier wieder sehr schön den Schmetterling, wo wir ja wissen, dass der immer eine Transformation auch darstellt. Das heißt, er ist ja mehrfach transformiert und somit zeigt uns das, diese höhere Wahrnehmung geht eben durch mehrere Stufen, bis wir also so weit sind, um zu erkennen und zu sagen, das ist jetzt die wahre Liebe. Ich erkenne das und dann bin ich auch bereit, meine innere Wildnis zu zügeln und damit eigentlich der Liebe die Chance zu geben. So, die Lenormand, da haben wir den Sarg, die Sense und das Haus. So, da haben wir also im Grunde genommen, der Sarg, wissen wir alle, ist immer ein Ende eines Zyklus. Also keine Angst, es bedeutet nicht, dass jemand verstirbt, sondern es bedeutet, es ist ein Ende in deinem Leben, ein Zyklus geht zu Ende. Eine Situation, vielleicht, da hier sehr stark auf der rechten Seite die Liebe angesprochen ist, vielleicht hattest du eine Liebe, die dich enttäuscht hat und die jetzt zu Ende geht. Das heißt, dann beginnt ein neuer Zyklus. Und es ist hier also, es ist eine Art der Trennung auch durch die Sense angezeigt. Also ich vermute, da wir hier sehr stark die Aussage bezogen auf die Liebe haben, beziehe ich das ganz stark darauf, dass bei euch eine Beziehung zu Ende gegangen ist oder zu Ende geht in nächster Zeit, dass es zur Trennung kommt. Das bedeutet, ihr geht in einen neuen Lebensabschnitt, ihr geht in einen neuen Zyklus. Und das würde das auch unterstreichen, dass ihr hier die innere Wildnis eigentlich entfesselt. Das heißt, ihr habt da vielleicht noch die einen oder anderen starken Auseinandersetzungen, wo diese innere Wildnis vielleicht auch angebracht ist, um sein Recht zu bekommen. Aber was eben der positive Teil ist, ihr habt die Familie hinter euch. Ja? Ihr habt ein Zuhause und ihr habt wirklich Harmonie innerhalb eurer eigenen engen Familie. Sei es Geschwister, sei es erwachsene Kinder. Ihr habt Hilfe. Und das ist das, was euch also diese Veränderung erleichtern wird. Es ist deutlich zu sehen, es kommt zu einer Trennung und es gibt praktisch einen neuen Zyklus. Und ich beziehe es hier ganz stark auf den Liebesbereich, sodass ihr das jetzt sehen müsst, ob das bei euch passt oder ob ihr sagt, das ist heute gar nichts für mich, dann tut es mir leid, dann müsst ihr euch bei anderen Kollegen umschauen. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr dann morgen wieder vorbeischaut und morgen das Richtige für euch dabei ist. Alles Liebe wünsche ich euch, habt einen wunderschönen Tag. Bis bald.